Freundinnen und liebe Freunde der Gold Invest, hallo und herzlich willkommen. Sie sehen, ich habe mich heute schon hübsch zurecht gemacht. Goldene Klunker an allen Ecken und Enden und es hat einen bestimmten Grund. Wir haben uns die letzten drei Wochen, also in den letzten drei Videos der vergangenen drei Wochen, eigentlich ausschließlich mit dem Thema Silber, Altsilber, Silbermünzen, Silberbesteck, Kerzenständer, silbernen Haushalt und so weiter auseinandergesetzt. Heute komme ich zum Gold, also eigentlich dem Pendant. Die Auswertung ist ähnlich wie bei Silber, nur sprechen wir hier jetzt, und den Ausdruck kennen Sie, von Karat. Das heißt, Ihr Schmuck oder andere silberne Gegenstände, die Sie möglicherweise zu Hause haben, sollten beim Kauf bestenfalls bunziert sein. Das heißt, es gibt eine Bunze mit der Karatanzahl oder mit der Anzahl des Goldgehaltes. Ich komme gleich dazu. Und meistens sogar eine Herstellerbunze. Also die gängigsten Karat, die Sie wahrscheinlich beim Schmuckkauf kennen oder die Sie beim Juwelier Ihres Vertrauens oder auch wenn Sie vor allem jetzt im Sommer wieder verreisen, also vor allem in diversen südlichen Ländern gibt es sehr viele Gold- und Schmuckbasare, dann wissen Sie, dass es 14 Karat gibt, dass es 18 Karat gibt oder 24 Karat gibt. Also das sind die gängigen Karat. Es gibt natürlich noch einige Stufen dazwischen. Das sind die drei häufigsten. Sprich, 14 Karat wäre 585er Gold. Das heißt, die Bunze kann jetzt sein 14 KT bzw. CT oder 585. 18 Karat wären 750er Gold bzw. 24 Karat 999. Ganz kurz zu den Karat an sich und woher kommt dieser Begriff. Das ist nämlich eine ganz lustige Geschichte und ich musste fast schmunzeln, als ich es recherchiert habe. Denn das Karat, so wie wir es heute kennen, hat eine festgelegte Einheit. Und diese Einheit gibt es erst seit 1907. Also seit 1907 hat man international festgelegt, hauptsächlich für Edelsteine und Schmuck, wie viel ist ein Karat. Und ein Karat ist exakt 0,2 Gramm beziehungsweise 200 Milligramm. Das war nicht immer so, denn im Mittelalter war ein Karat entweder drei Gerstenkörner bzw. vier Weizenkörner und davor, und das ist jetzt dieses ganz Spannende, oder was mich zum Lachen gebracht hat, war es das Korn des Johannesbrotbaums. Ja, also Sie kennen möglicherweise den Johannesbrotbaum mit diesen braunen, also diese Schoten färben sie dann braun, so gebogen. Und diese Körner waren angeblich oder sind angeblich alle ziemlich symmetrisch und gleich schwer. Und das war damals eine Gewichtseinheit. Oder somit hat man quasi das Produkt aufgewogen in diesen Johannisbrot-Samen oder Körnern. Wo finden Sie jetzt diese Karate? Jetzt muss ich sie zu mir ranholen. Oh, bitte schauen Sie mir nicht so tief in mein güldenes Dekolleté heute. Sie finden das meistens an den Anhängevorrichtungen bei Anhängern. Also Sie sehen, also Sie werden es nicht erkennen, aber ich hoffe, Sie sehen zumindest hier den Stempel. Also hier wäre in dem Fall die Bunze. Bei den Ringen sind Bunzierungen meistens, also ich hoffe, wenn es anständige Produkte sind, an der Innenseite. Ich muss es nur ganz kurz suchen. Ja. Sehen Sie wahrscheinlich jetzt nicht, weil aber hier wäre die Bunzierung. Bei Ketten ist es meistens an den Verschlüssen. Ja, hier, also eigentlich wunderbar zu erkennen, gibt es eine Bunzierung. Das heißt, daran können wir erkennen, wie viel Karat Ihr Schmuckstück hat, wenn Sie es selber nicht wissen oder wenn Sie die Rechnungen dazu nicht haben. Ich habe hier in der Mitte eine Brosche liegen und die ist tatsächlich nicht bunziert. Das ist aber kein Grund zu verzweifeln, denn es gibt natürlich chemische Verfahren und es gibt mechanische Verfahren, mit denen wir testen können, wie viel Karat Ihr Schmuck oder was immer Sie haben, wie viel Karat es tatsächlich hat. Also kein Grund zur Panik oder kein Grund zu verzweifeln, wenn Sie eine Rechnung
nicht haben oder wenn es nicht unziert ist. Wir können es dennoch herausfinden, also kommen Sie gerne vorbei. Wir prüfen das, das kostet Ihnen nichts. Gegebenenfalls kaufen wir es natürlich an. Oder Sie wollen sich einfach nur informieren, dann wissen Sie zumindest oder haben Sicherheit, ob Sie was Echtes erstanden haben oder nicht. Und somit freue ich mich auf Ihren Besuch, freue mich auf Ihre Klunker, die Sie mir möglicherweise vorbeibringen. Ich werde meine Klunker jetzt gleich wieder abmontieren und in den Schmelzkübel schmeißen. Und ich freue mich auf Ihren Besuch und bis dahin alles Liebe und Gute. PS, vergessen Sie natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn Ihnen meine Videos gefallen haben, dann lassen Sie mir gerne ein Like da. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, schreiben Sie mir gerne in der Kommentarleiste. Schönen Abend. Baba.